Und da sind wir wieder zurück hier bei Rimworld. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer kleinen Kolonie. Beziehungsweise so klein ist sie jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr. Sie wächst und wächst. Und wir können mal sagen, wo gab es denn hier den Teppichboden oder beziehungsweise den Holzboden hier? Wir könnten mal das Zimmer hier mit Holzboden verlegen zwischendurch. So eine kleine Arbeit für zwischendurch. Und könnten mal hier in das Gefangenenzimmer irgendwie auch einen Boden reinmachen. Glatter Stein. Ja, ich will jetzt nicht zu viel machen. Schnell festigender Boden. Man kann darauf schnell laufen. Ist recht hässlich. Ja. Nee, blauer Teppich. Wir könnten hier in den Gemeinschaftsraum mal Teppich legen. Einen Essensraum. Und wir könnten natürlich auch hier ein bisschen Teppich reinlegen. In die Werkstatt. Dann haben die Kolonisten auf jeden Fall eine Menge zu tun jetzt wieder. In der letzten Folge hat ja leider eine Fäule unsere Pflanzen zerstört, daher mussten wir alles komplett wieder neu anpflanzen. Hm. 27% gewachsen. Teufelsgarnpilz. Aber unsere Forschung schreitet voran. Das ist gut. Denn dann können wir uns auch bald wieder etwas Neues leisten. Und es regnet. Wir haben jetzt aktuell wie viele Kolonisten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kolonisten und Platz hätten wir für 7, 8, 9. Wir haben einfach auch ein bisschen zu wenig Leute, die bauen, beziehungsweise die Bauarbeiter sind auch sehr langsam. Ich denke, hier in diesem Bereich könnten wir dann die Hydrokulturpflanzen einbauen. Das meint sich hier von alleine quasi weg, dadurch, dass wir das Eisen brauchen. Wenn wir hier so einen rechteckigen Raum bekommen könnten, dann wäre das eigentlich gar nicht schlecht, gut zu erreichen. Vom Inneren der Kolonie aus. Hier ist auch noch mal ein bisschen. Forschung abgeschlossen. Schiff, Antimaterieantrieb. Okay. Forschungsmenü. Jetzt können wir natürlich noch mehr vom Schiff erforschen. Das machen wir auch. Ich habe es ja noch nie geschafft, ein Raumschiff zu bauen. Vielleicht wird es ja diesmal was. Abwarten. Das Raumschiff steht natürlich in Konkurrenz zu den Geschütztürmen.
Und wenn wir jetzt Geschütztürme bauen, dann bleibt für das Raumschiff nicht sehr viel Metall über. Aber wir werden sehen, vielleicht können wir ja jetzt schon was hier. Träger, Antrieb. Wir könnten jetzt einen Träger bauen. Tragendes Bauteil, das um ein Schiff herum gebaut werden kann. Ja, wir haben einen Antrieb. Was fehlt uns denn dafür? Stoff? Stoff für den Antrieb in echt? Wir probieren das jetzt. Bauen wir das hier rechts oben hin oder links? Wir fangen jetzt mal an. Wir bauen den Antrieb. So. Und dafür brauchen wir Plastmaschstahl. Da fängt es schon an. Das haben wir nämlich nicht. Aber vielleicht kommt ja auch demnächst mal wieder ein Handelsschiff vorbei. Deswegen möchte ich ja ein bisschen mit dem Essen hier zusehen, dass wir mehr Essen bekommen. Muffalo-Lederhose, Stoffhose. Dem eigentlich? Wie geht's überhaupt allen? Unerschütterlich. Das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Die Stimmung ist ziemlich weit oben. Auch hier. Die ärgern sich über die Nährstoffpaste. Na, ich will die Kochplatte auswählen. Aufgaben. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Mahlzeiten. Vielleicht machen wir mal hier wieder so auf 50. Dann haben wir da ein bisschen. So. Trockenes Gewitter. Und eine Gruppe von Reisenden. Was sind denn das für Reisende? Oh, das sieht aber hier aus, als ob der Hilfe braucht. Ja, der ist tot, ne? Können wir auch nichts machen? Ne, der ist nicht tot. Moment. Doch, er ist tot. Aber können wir nichts mitmachen. Wir könnten ihn vielleicht ausziehen. Wenn wir einen von unseren Kolonisten hinschicken. So, und da haben wir noch einen Chiro. Ein Teacher. Stadtwache. Wenn der natürlich auch anfangen würde zu brennen, dann könnten wir ihn vielleicht retten. Aber es sieht so aus, als ob er geht. Weiter Weg. So, du kannst mal hier. Du
kannst mal hier das mitnehmen. Pistole ausrüsten. Der hat doch aber eine, der hat doch eine Waffe. Nee. Hut können wir mal anziehen. Der kann anscheinend nichts tragen. Wir werden die Sachen schon geholt bekommen von jemandem. Wo wir dabei sind. Aufgaben und Befehle. Gegenstände wegräumen. Diese hier. Ach, die sind schon markiert. Okay, dann vielleicht noch diese hier. Unsere Mauer macht langsam Fortschritte. Stück für Stück wird die gebaut. Und Kelly fegt alles sauber. Hier ist schon ein bisschen Teppichboden verlegt worden. Können wir da schon ernten? Nein, können wir nicht ernten. Aber hier können wir ernten. Und hier, bevor die Fäule wieder alles vernichtet. Vielleicht wieder ein bisschen Eichhörnchen jagen. Wo gibt es noch Eichhörnchen? Hier zum Beispiel. Hier. Und hier. Leguan. Vielleicht können wir auch den Leguan jagen. Das könnten wir ja eigentlich mal versuchen. In der neueren Version von RimWorld kann man sogar Tiere zähmen. Ich habe es aber, glaube ich, schon erwähnt, dass man da ganz viele neue Sachen machen kann. Die kann man dann halt echt als Haustiere halten und zum Teil sogar ja auch zum Arbeiten nutzen. So, die Vieh räumt hier hinten die Sachen weg. Soweit in Ordnung. Ich glaube, hier haben wir dann fast so ziemlich die Metallquelle ausgereizt. Ist da nicht kein Metall mehr vorhanden? Aber hier haben wir noch. Der nächste Raider-Angriff kann auch nicht mehr lange warten. Warum legt sich denn der Vektor jetzt mit dem Eichhörnchen an? Warum jagt denn der jetzt Eichhörnchen? Der hat doch überhaupt keine... naja, okay. Ich denke, er wird es schaffen. Wenn er der Meinung ist, er muss sich hier mit dem Eichhörnchen anlegen, dann ist er irgendwie ein bisschen selber schuld. So, was hat er denn jetzt hier für Verletzungen? Kratzer. Kratzer. Ja, ich denke, das sollten wir eigentlich hinbekommen, dass das, also dass das wieder heilt.
Er hat nicht mal eine Waffe, gar keine Waffe. Und legt sich mit dem Eichhörnchen an. Ich hoffe, dass er nicht auch noch auf den Leguan losgeht. Er soll doch eigentlich forschen. An unserem Raumschiff soll er forschen. Und nicht irgendwelche Eichhörnchen erschießen gehen. Oder... hat's ja noch nicht mehr erschossen. Er hat's erwürgt wahrscheinlich. Was ist denn da in der Aufgabenverteilung los? Ah, Kelly wird anscheinend ein bisschen treffsicherer. Oder auch nicht. Wie bist du denn im Schießen? Naja. 5. Könnte schon besser sein. Könnte schon besser sein. So, es ist Nacht, dann spulen wir nochmal vor. Der Vektor geht ins Krankenbett, so wie er soll. Aber irgendwie wird er jetzt nicht behandelt. Keiner hat Lust, ihn zu behandeln. Alle wollen schlafen. Jetzt geht der Andi hin. Dann schauen wir doch mal, was da jetzt passiert. Behandelt, schlechte Qualität, Wahrscheinlichkeit, null Qualität, null Wahrscheinlichkeit für gute Qualität. Ja. Das ist, weil wir halt keine ärztliche Ausbildung hier haben. Aber schlecht verbunden ist besser als gar nicht verbunden. Das, denke ich, wird dann schon wieder heilen. Wir Nebel. Uns bleibt heute auch nichts erspart vom Wetter her. So, der Vektor ist schon wieder auf den Beinen. Ist schon wieder fit. Und ich glaube, der Kelly geht jetzt den Leguan jagen. Wir haben eine neue Nachricht. Es besucht wieder jemand unsere Kolonie. Ich hoffe, dass der Kelly die nicht anschießt jetzt. Ja. Er schießt auf jeden Fall den Leguan ab. Der trifft die Wand statt das Tier. Ich hoffe, er trifft keinen von diesen Besuchern. Sonst zetteln wir noch einen Krieg an, nämlich. Nee, sieht gut aus. Du hast den Absturz einer Vorratskapsel registriert. Das ist aber fein. Stoff haben wir gefunden. Und hier brennt es irgendwie ganz kräftig. Ein ganz kräftiger Brand am Start. Wurde denn hier schon mal was an unserem Raumschiff gebaut? Ja, es fehlt halt der Plastahl. Jetzt wüsste, wie man da rankommt. Am besten, außer dass man es jetzt verkauft.
Wir werden sehen. Vielleicht schaffen wir es ja. Im Moment haben wir ja eine ruhige Zeit hier wieder in der Kolonie. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich doch noch. Die Besucher sind gegangen. Vielleicht schaffen wir es doch noch, unser Raumschiff zu bauen. Die Forschung hier ist jedenfalls ganz gut am Voranschreiten. Wir haben ja bald alle Teile des Raumschiffs erforscht. Jetzt haben wir eine Sonnenfinsternis. Sollten wir aber eigentlich eine Weile aushalten. Wir haben ja hier noch ein bisschen Energie. Und unsere Zeit ist um. Daher sage ich euch Tschüss und Bye-bye. Bis zur nächsten Folge von RimWorld. Hier fängt es jetzt langsam an. Der Teppich wird verlegt. In der nächsten Folge werden wir dann hier hoffentlich auch bald mit... Naja, das wird noch... Nee, das wird 1, 2, 3 Folgen dauern. Vielleicht bis wir die Mauer noch fertig haben. Aber vielleicht kriegen wir ja mal wieder ein Handelsschiff. Absturz einer Vorratskapsel. Komm, das machen wir noch ganz schnell. Und zurück zu unserer Kolonie. Was ist das hier? Uran. Hätte das jetzt nicht mal Plastahl sein können? Ich hätte Plastahl haben wollen. Okay, aber jetzt sage ich euch wirklich Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Eure Kalugia, bleibt dran und habt Spaß auf YouTube. Bye-bye.